Herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill mit mir und Harry Mason. Ja, wir waren in der letzten Folge auf Schnitzeljagd. Wir sind Hinweisen hinterher gejagt und haben Schlüssel eingesammelt. Und ja, wir kommen jetzt hier auf jeden Fall durch die Tür. Und ja, die Karte, die nehme ich mal mit. Achso, nee, die habe ich ja schon in der letzten Folge. Ja, habe den Löwenschlüssel verwendet und ich glaube, es hat was mit der Zauber von Ost zu tun. Holzfällerschlüssel, Löwenschlüssel und Vogelscheuchenschlüssel. Aber war der Holzfäller nicht ein Zinnmann? Kann man aber auch, glaube ich, Holzfäller sagen, ne? Ich glaube, es hat was mit der Zauber von Ost zu tun. What? Es wird schon wieder dunkel. Was ist los? Ui, da sag ich nicht nein. Das ist doch ein Träumchen. So, wo muss ich raus? Hier. Oh, die Tür knarrt. Optik. So. Alter, die Musik ist so geil. Das ist so gut gemacht. So, ist das die richtige Richtung? Wir müssen zur Schule. Nein, das ist die falsche Richtung. Wir müssen in die Richtung. Na, da kommen schon wieder blöde Gegner, die mir hart auf der Eier gehen wollen. Hau ab. Blödes Vieh, ich will dich nicht. So, irgendwo muss es jetzt hier reingehen. Oh, lass mich doch rein. Oh, Alter. Wollte er mir von der Seite eine geben. Nein, Sackgasse. Oh, wann kommt denn die blöde Schule jetzt endlich? Da bin ich überhaupt. Okay, die kommt gleich. Scheißviecher. Lass mich in Ruhe. Ja, Hundi. Noch ein Hundi. Haut ab. Oh. Puh. Blöden Hunde. Was haben wir hier? Das ist eine Karte von der Schule. Mitnehmen? Das Sigi nehme ich die mit. Oh, krass. Das ist eine geile Optik, ey. Heftig, ey. Es ist im Blut geschrieben. 10 Uhr. Alchemielabor. Gold auf der Handfläche eines alten Mannes. Die Zukunft verborgen in seiner Faust. Gegen das Wasser des Weisen austauschen. Es ist im Blut geschrieben. 12 Uhr. Ein Ort mit Sang und Klang. Ein silbernen Wegweiser ist ungenutzt in verschollenen Sprachen, erwacht beim verfügten Befehl. Schon ein bisschen konfus, also ich verstehe das nicht, was sie von mir wollen. Es ist im Blut geschrieben. 5 Uhr, Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen
und wecken die hungrige Bestie, die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Oh, das klingt auf jeden Fall nicht sehr einladend, aber wir ziehen da durch. Wie geht's rein? Okay. Das Bild einer Tür. Ich weiß nicht, wer es gezeichnet hat, aber es ist auf jeden Fall äußerst geschmacklos. Ja, ich hänge mir auch immer irgendwelche Leichen an die Wand, also oder nur die Haut am besten. Macht man da so heutzutage? Ist doch, das ist doch der Look. Das ist doch unser Feng Shui heutzutage. So abgezogene Haut von einem Menschen an die Wand hängen so. Und das nicht lecker ist, weiß ich auch nicht. So, wir haben eine Karte. Er zeigt mir auf jeden Fall, wo ich hin kann, wo ich nicht hin kann. Wir werden erstmal hier gucken. Du kannst auch gerne mal schwenken. Dankeschön. War hier nicht an der Seite? Ja, hier an der Seite war da noch eine Tür, oder? So, da ist sogar offen. Ah, hier kann ich speichern. Werde ich eben mal tun. So. Infirmary. Scheint wohl das Sekretariat zu sein. Ach, mit Kreis mache ich die Lampe aus. Okay, gut zu wissen. Aber ich denke mal, die hält ewig. Ich denke mal nicht, dass hier eine... nee, ein Krankenzimmer ist das hier. Ich denke mal nicht, dass hier, wie in The Last of Us, die Batterie irgendwann alle geht. Was ich sehr begrüße. Man kriegt hier sehr viel Heilung, habe ich das Gefühl. Aber ich spiele ja auch den Pussy-Modus. Kann ich das da nicht auch aufheben? So, und du, die kommen. Nee, der Pussy-Modus ist auch schon übel schwer. Also glaub mir das. Silent Hill ist generell nichts für Weicheier. So, hier ist abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Gucken wir mal eben auf die Karte, ob wir alles analysiert haben. Fragezeichen. Da muss ich auf jeden Fall noch mal hin an die Rezeption. Infirmary war ich drinne. Da ist abgeschlossen. Lobby, raus wollen wir nicht. Dann müssen wir wohl in den Hof und hier sind bestimmt Monster. Ja, ich wusste es doch. Lass mich in Ruhe. Oh! Hau ab! Alter. Gib ihm. Oh, das arme Vieh. Die Musik ist auch sehr angenehm. Oh. Hä? Der hat mich doch gar nicht getroffen. Hat der mich erwischt? Naja, ich hab's ja, wa? Alter! Genau deswegen spiele ich auf leicht. Kannst du mal treffen? Das ist doch jetzt eine Verarsche hier. Gib ihm noch mal. Alter, habe ich jetzt viele Schuss verschwendet. Was? 145? Okay. Gut. Aber man muss hier richtig aufpassen, dass sie eigentlich von hinten sneaken. So eine Kackwurst-Banner. So, hier ist nix. Schloss klemmt. Schloss klemmt.
Schloss klemmt. Hier geht's rein. Na, gib ihm noch eine. Och, Harry, ey. Dich kriegen wir auch noch zum Mann hier. Ist hier nichts drin. Außer ein Oller Schrubber. Das hat sich ja richtig gelohnt, hier reinzugehen. Vielleicht auf einem anderen Klo? Hier ist nichts. Jetzt kein Monster. Und ein Oller Schrubber. Nicht so spannend auf dem Klo. So, da muss ich jetzt entweder hoch oder... in den Seitenflügel. Ich laufe natürlich dran vorbei. Nee, hier war ich doch schon, oder? Doch, hier war ich auch schon. Aber wir gucken mal, ob wir da hinten reinkommen. Wenn nicht, muss ich erstmal hoch. So, hier komme ich nicht rein. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hoch. Aber vielleicht. Aber nur vielleicht. Ist hier noch was? Nee. Hier komme ich jetzt auf den Hof. Okay. Das will ich aber nicht. Ja, dann muss ich wohl in den zweiten Stock. Sorry, dass ich so oft auf die Karte gucke, aber... guck mal, runter geht's auch noch. Nee, runter geht's nicht. Nichts drin, ne? Ja, aber ich verlaufe mich sonst. Und ich muss auch immer gucken, wo ich schon war. Weil hier sind wirklich so viele Türen, also. Alter, die Geräusche. Mistvieh. Ich habe immer so eine Angst, dass nur einer von hinten kommt. So eine olle Arschbacke. Na nö. Da ging es doch noch weiter, oder? Okay. Aber gut, dass man das Radio hat. Also ohne Radio wäre ich hier echt am Arsch.
würde ich den Viechern wahrscheinlich immer schön in die Arme laufen. Okay. Sie lacht mich aus. Alles okay. Als Mann auf dem Mädchenklo. Bei kleinen Kindern, die heulen, ja, auf dem Klo. Das ist schon ein bisschen falsch. Ja, zwei, Alter. Kommt doch mal raus. Ey, das ist doch instant, Alter. Alter. Oh, was für eine miese Kackwurststelle. Ich habe die gar nicht getroffen, ja. Naja, ich denke mal, einen Treffer werde ich schon aushalten. Ich habe Pech gehabt. Ach, war schon richtig auf der Karte gucken. Oh, fies, ja. Warum triffst du nicht? Alter. Leck mir die Kochonis, ey. Es lässt sich nicht öffnen. Komisch. Sieht aber trotzdem nicht abgeschlossen aus. Das ist wirklich komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Es ist Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan. Er picht auf die Belohnung. Weiße Flüge flattern. Dann kam es. Eine stille Taube, dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegender als die Tauben, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt, erst gehend und dann einigt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Ja, das Klavier spielen kann ich ja nicht. Das ist ja alles so. So, haben wir hier noch einen Raum? Hinten ist noch ein Raum. Da würde ich gerne mal rein. Katze. Okay. Das war eine Katze. Nichts drin. Du Schwein. Die arme Katze, ja. Letzte Katze, ey. Fies, ey. So, wir müssen mal nachladen.
Ich hab so eine Angst. So, da waren wir schon. Wir müssen andere Seite lang. Och, fies! Ach, du Kackvieh! So fies, wenn die von hinten kommen, die Kackviecher, ja? Oh. Okay, nächstes Mal gleich heilen. Oh, ist das mies. So, jetzt geht's runter. Wollen wir runter? Nein, wir wollen nicht runter. Wir wollen jetzt erstmal gucken, was hier noch ist. So, hier bin ich rein. Da war die. Nee, warte mal. Sorry. Ich muss noch mal gucken. Ich bin so ein Buhn, ey. Ich war ja noch nirgendwo drin. Okay. Komm mal hier rein. Ja, das ist nur ein Geist, der tut Gott sei Dank nichts. Der quiekt nur. Ja, ich hab dich auch lieb. Mehr ist hier nicht. Jetzt ist er weg, der Geist. Da ist aber einer. Stimmt gleich noch einer von der Seite. Oder auch nicht, Gott sei Dank, ey. Aber die Kamera, die ist echt sehr gewöhnungsbedürftig. Deswegen gucke ich auch so oft auf die Karte, weil ich auf die Kamera nicht klarkomme. So, da geht's raus. Okay. Also hier, ja. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir haben noch zwei Räume da hinten. Okay. Da liegt eine Hand. Da müssen wir da irgendwas draufkippen. So war da das Rätsel. Skulptur der Hand eines alten Mannes mit festgeballter Faust, als ob er niemals loslassen wollte. Muss aber loslassen, mein Freund. Destilliertes Wasser. Ah, Säure.
Wunderbar. Sonst ist hier nichts. Ah, falschen Knopf, sorry, guys. Schmoko-Loko. Ja, das ist ein goldenes Medaillon. Oh. Stopp. So. Jetzt müssen wir mal gucken, Leute. Wo wollen wir hin? 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 Da waren wir, da waren wir. Kann eigentlich nur noch geradeaus. Da sind auch noch ein paar. Genau. Das werden wir mal tun. Liegt hier nix? Warum liegt hier nix? Stirb doch! Ach, das ist doch fies! Ist noch einer. Ah, auf den da hinten habe ich geschossen, oder wie? Ah, ist das mies. Och Mann, Alter, Leute, ich habe auch nicht mehr so viel Heilung. Oh, er ist Gott sei Dank noch grün. Das fand ich auch voll mies, den Treffer. Er hat den da hinten anvisiert, die Arschbacke. Oh, Leute, ist das fies. Ich gehe noch hops, ja. Also früher war ich besser, sage ich ganz ehrlich, ja. Ich bin alt, Leute. Das ist so. So, ich würde sagen, wir gehen noch mal in den Musikraum. Vielleicht ist ja jetzt das Klavier auf. War der hier? Ja, gut. Nee, es ist immer noch zu. Wahrscheinlich muss ich erst die Medaille einsetzen auf dem Hof. Oder wir müssen erst in den dritten Stock. Kommen wir überhaupt in den dritten Stock, ist die Frage. Ja, Leute, aber nicht mehr in dieser Folge. In der nächsten Folge gehen wir in den dritten Stock, ja. Ich würde mich sehr über Liebe freuen, auch wenn ich total
mich total bescheuert anstelle, ja, aber ich bin alt, verzeiht mir, bin nicht mehr der Jüngste. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und vielleicht ist ja jemand, der sich dämlich anstellt, vielleicht ist das ein bisschen interessanter. Jemanden, der es voll drauf hat und hier einfach nur durchrennt, ist doch auch langweilig, oder? Gebt den Let's Play eine Chance und sagt mal eure Meinung. Wollt ihr lieber ältere Spiele sehen oder wollt ihr lieber modernere Spiele sehen? Wollt ihr beides sehen? Schreibt mal euer Feedback, wa? Teilt das Video. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und ja, abonniert den Kanal, wenn du nichts verpassen willst und aktiviert die Glocke.